Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Ja, hey, servus und hallo, sind wir wieder beim Motorsportmanager. Mit dabei ist natürlich auch der Valvo. Ja, servus, hallo. Und der kriegt sein drittes Mal auch noch hin mit genau derselben Stimmlage. Respekt. Ist ja gar nicht wahr. Wenn man wieder Bier huppt, Bier neben mir habe. Unser bayerischer Joker. Wären wir auch nicht los. Schauen wir mal, was wir da für Sponsoren haben. Ambrosia sagt mir alles. War der schon mal? Ja. War schon mal zumindest ein Angebot. Griechen. Griechen. Nein. 750, was ist denn da los? Wieso sind das alles so miese Vorauszahlungen? Ja, klar, der mit der 4 Sterne ist natürlich darauf die Rennprämie ausgelegt. 1,3 Millionen. Naja, hat auch die beste Vorauszahlung. Und eine recht gute Laufzeit. Den würde ich nicht nehmen in der Mitte. Und ja, den Akkus kann man eigentlich auch vergessen. Sechster also, Platz. Würde ich wirklich sagen. Ich meine, wir haben eh einen, der siebter ist, oder? Ja, weiß ich gar nicht. Ich wollte jetzt auch gerade fragen, welcher erster Platz und was ist der andere? Siebter. Right. Okay. Und es gibt 600.000 Prämie für den siebten. Also lohnt sich die 650 erstmal so kaum. Die 700.000 auch eher weniger. Ja, dann nehmen wir den. Doch das Geld, wir brauchen doch das Geld. Plus! Ja, 32.000 genau. Da geht sich eine Glückwunschkarte für die Header aus. Das sollte ja auch noch Geld kosten. So 1 Cent. Dann geht's nach Gitford und Yokohama. Für die anderen Serien. Grand Prix 8 von 16, Halbzeit. Lipponen vor Schab und Holz. Wechsel auf der 6 gelandet. Mercedes vor Ferrari. Boa Esperanza immer noch ganz hinten. Und der Schmidi auf der 5. Aber noch erster in der WM. Aber Lipponen holt auf. Zwei Finnen dahinter. Aber nur Lipponen mit Chancen momentan. Chapman vor Ribeiro und Ingeldu. Oder wie auch immer die ausgesprochen wird. Bonus für Pole Position, Bonus für schnellste Runde. Der räumt ja alles ab, was geht, ey. 74 Punkte und die anderen 13. Also der What wird, the fuck? Ich denke mal, der wird nächstes Jahr, denn, wenn er noch dann aufsteigt und für das Team fährt, der ersten Liga dann richtig abräumen können. Also McNeil, hoi, heuler die Waldfee. Boah, da geht ja auch mal die Werte an. Ne? Mm. 3,30 zwar schon auf den Zenit angekommen, aber trotzdem. Nicht schlecht. Ob der wohl zu uns kommt? Was war das gerade? Da musste man. Oh! Glückstreffer! Scouting? Ah, gar nicht. Ich hatte das mit 5 Sternen noch nicht. Jetzt hast du es. Juhu! Jetzt hast du es. Wer war's denn? Gucken wir mal. Scouting. Der Wechsler, wa? Der alte Wechsler. Ne, die Sharp, die hatte ich ja schon. Vielleicht ist sie jetzt erst draufgekommen auf 5 Sterne. Ja, ach so. Ach so. Hier, da, Fahrer kontaktieren. Aber die sonst Sharp. Geht's noch, oder? Ja, hat schon letztes Jahr 8 Sterne. Schon geil. Ja. Ja, dazu sage ich nichts mehr. Kurz zum Masilede wird von eigenen Mechanikern gehasst. Ja, das kann uns nur Glück bringen. Die Tasche wäre mein Auto. Weißt du vorlesen? In der ERS geht es sicherlich nicht um Beliebtheit, doch es ist im Allgemeinen hilfreich, wenn Fahrer von ihren Mechanikern nicht völlig verachtet werden. Bei Zambelli Engineering wird die Lage ungemütlich. Masilela ist völlig verblödet, teilt uns eine anonyme Quelle mit. Man kann nicht mehr normal mit ihm reden. Der lebt in einem Wolkenkuckucksheim, aber so wie man schon von einem erwartet, der Millionen im Jahr verdient. Verdient er denn so viel? Da schauen wir doch nicht gleich mal rein mit dem Kozo. Da oben anwählen einfach oder so? Ne, geht leider nicht. Kost pro Rennen, ja doch, verdient er einiges. Der eisige Finne. Aber der kein Butter Finne spielen. Ist. Die haben mit ihrer Butter, ja? Butter. Den reifen ja schon immer. Dann fällt mir das berühmte Messer in der Butter ein. Ja, nicht schlecht, ja. Nice. Läuft mit dem Mechaniker. Ja, wieder der, kann nur gut sein für uns.
wenn der Motor mal wieder die nächste Fehlfunktion hat. Regenreifen nutzen sich langsam ab. Ja, dann schauen wir mal, ob es einen Regen-Grand Prix gibt bald. Ja, Masilela. Aber da oben kann man es leider nicht anklicken. Bark. So, okay. Bau von Getriebe abgeschlossen. Ihr seht, ein episches Teil. Und dann können wir jetzt mal die Leistung verbessern. Auf jeden. Auf jeden von beiden. 5%. Ja, schön. Chuck, switchen und 19 Tage lang rennen. Hui! Oder? Auf die Hälfte werden wir vielleicht kommen. Ja. Oder wir fokussieren uns auf 1. Ja. Oh, dann entscheidet ihn. Das ist natürlich das 437er. Das ist aber, echt der Hammer, ey. Aber dafür hat es mit 5%, hätten wir trotzdem nicht. Bis. Na. Weit wird das kommen. Ja, wird auf 80 oder so kommen. Boah, das ist echt Hammer. Aber welches von den beiden Fahrern wirst du es nie geben? Jetzt würde ich dich voll hassen. Über 100 Punkte besser. Boah, krass. Schon krass. Das war scheiße, ey, das ist schon echt mega geil. So, jetzt schauen wir mal. Wenn das jetzt immer noch irgendwie scheiße ist, dann. Scheiße, vielleicht müssen wir es erst einbauen, aber das ist doch. Ich meine, hallo, der Balken ist voll. Wir sind ja immer deswegen, noch Sechster. Deswegen, ich verstehe es nicht. Da muss also, ich echt mal reinschauen in die Konkurrenz, was die so macht. Ja, vor allem, doch, wenn es irgendjemand von euch Zuschauern weiß, schreibt es in die Kommentare, wie da die KI sich verbessert. Also, ich habe, wie gesagt, mit dem schlechtesten Team ja, angefangen und ich bin immer noch nach 6 Jahren immer noch das schlechteste Team, kannst du sagen. Oh. Weil die anderen sich, wie es aussieht, auch immer stetig weiterentwickeln. Und umso mehr die auch ihre Fabriken und so was alt ausbauen, werden die auch immer ihre Teile schnellstmöglich verbessern können. So kann ich es mir nur erklären. Oder ja, halt, dran. Ja. Ja, ich höre gespannt zu. dass was die ganzen Updates und Patches da vielleicht auch noch gebracht haben, dadurch, dass es vielleicht noch schwerer ist. Schon wollte ich nicht beim Zählen stimmen. Ja, wäre schon eine schöne Verbesserung. Von 302 oder 312 auf 383. Ein 80 Punkte Unterschied. Vielleicht ist es auch wirklich, dass das jetzt erst auch die Zuverlässigkeit erhöht werden muss und dann eben eingebaut werden muss, dass es denn erst ist. Ich weiß es nicht. Ach oh Gott, ey, sollen wir echt noch einen Motor bauen? Also Getriebe, glaube ich, sind wir erstmal okay. Ich glaube, das passt erstmal. Mehr Getriebe geht nicht, echt nicht. großartiges Teil könnten wir kriegen. Ja, Motor ist halt so scheiße. Also da haben wir ja schon gesagt, da müssten wir eigentlich jetzt einen Übergangsmotor machen, um dann einen guten Motor zu machen. Das ist halt letztes Jahr auch schon das Problem gewesen, deswegen geht da echt nichts weiter bei dem Motor. Weil das alles immer scheiß Risikoteile sind da. Entschuldigung. Aber es häuft sich echt extrem. Na, ja, zumindestens, ja, der nächste würde der natürlich bringen, wegen dem Risikoteil. Ja. Der wird uns ordentlich hochballern. Zumindestens hier auch Höchstgeschwindigkeit, beim Durchschnittsteil Hochgeschwindigkeit plus 25. Nochmal plus 15 da oben und dann das Risikolevel minus 1. Und dann hätten wir trotzdem noch mehr Risikolevel. Wieso? Na, wenn du sagst, das hier nehmen. Nee, das andere, der rechten Seite davon. Das da, oder? Also ich würde auf jeden Fall das nehmen. Also Zuverlässigkeit stimmt. Nee, das ist durchschnittlich auf der rechten im roter Bereich. Das ist zum Beispiel Höchstgeschwindigkeit plus 15 und Höchstgeschwindigkeit maximal plus 25, denke ich mal, das würde. Denn in Frage kommt. Ach, ich habe mich verschaut, das ist Zuverlässigkeit. Ja, sehr scheiße. Deswegen würde sich vielleicht dann der nächste Motor auszahlen, aber. Ja, weil dann hätten wir auf jeden vielleicht auch das großartige Teil da, wenn wir Glück haben. Aber du darfst nicht vergessen, dann müssen auch die nächsten Grand Prix zumindest geldtechnisch sitzen. Ach. Ja, weil wenn jetzt musst du erstmal 1,6 Millionen schon wieder ausgeben. Ja, deswegen sage ich ja, es ist eine Übergangssaison, glaube ich. Wo trotzdem viel erreicht werden kann. Die Meisterschaft ist drin. Ja. Aber wir müssen investieren. Hilft nichts.
Oder wir schauen mal. Genau, in der Aufhängung wäre jetzt was Schnelles drinnen. Ein schneller Erfolg. Wo wir im 80 mal rausholen würden. Zu einem guten Preis. Oder die Bremsen. Könnte man vielleicht auch noch was machen. Jetzt schauen wir mal ganz kurz, wie es mit den Bremsen ausschaut. Teile verbessern. Ich hoffe, es ist nicht zu. Was war denn? Nix, mal. Aufstoßen, weißt du? Ich hoffe, es ist nicht so langweilig, wollte ich sagen, wegen dem Ganzen. Da kommt zwar gleich hoch. Ja, kommentieren, ob wir das in Zukunft wieder die Aufnahme unterbrechen sollen oder so. Vielleicht ist es für euch auch ganz interessant. Glaube ich zwar nicht. Was willst du so unterdrücken? Sonst muss ich mich nicht aufs Land. So, 327 haben wir da. Das wollte ich nachschauen. Ne? Ja, sagt er. 327, 327. Ja, genau. Bremsen. 327. Geht's noch? 157. Ja. Also da lohnt sich die Aufhängung mehr. Ja, dann mach doch die Aufnahme, Mensch. Ey, Kohle haben wir doch. Das ist doch Pipifax, kostet ja nicht mal eine Million. Gut, dass wir uns darüber einig sind. Na, 73 haben wir gesagt, nö. Ne, 383. Ah, der Joker passt nicht auf. So, machen wir das. Ah, ist doch nix. Ist doch nix. In 8 Tagen ist das fertig. Wird sich wahrscheinlich nicht so ganz ausgehen. Weil wir haben gerade noch was anderes. Maxen. Und die Aufhängung, naja, schon wichtig jetzt. So, welche Aufhängung verbessern wir da gerade? Die kümmert sich gerade eh keiner. Ist aber eh die bessere. Okay, passt. Na dann bin ich zufrieden. Dann weiter. Kann weitergehen. Go, 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 go. Das nächste Rennen bei Asia und World Easier. steht an. Mir steht er wieder an. Problem am Problem. Motorkühlsystem. Subi. Schon haben wir da wieder die wieder Kacke gerubbelt. am. Schon ist die Million wieder gut gegangen. Oh, ey. 500.000, na gut, gut. Wir haben ein Problem, wir haben ein Leck im Motorkühlsystem von Edda Jönstert hier gefunden. Ach. Wir haben Motor im Lecksystem von Edda gefunden. Minus 50 Zuverlässigkeit. Ja, dann können wir nicht gleich einen neuen Motor fahren. Macht euch keine Sorgen, das hält schon. Ein bisschen Kaugummi rüber, Bisschen zack. Wumpf. Nee, Bisschen also ehrlich, das ist mir ein bisschen zu übertrieben. Dann nehmen wir lieber den 182er Motor, weil die Edda hat eh den schlechteren. 193er. Aber das ist mir echt nicht wert. Nee, da bin ich der Schwabe. Ob der Schwabe aus dem Österreich. Da machen wir keine 500.000. Oder Joker? Ja, würde ich auch Ja, so sehen. ist das. Bei minus 768.000 haben wir wichtige Dinge zu lösen. Genau. Er wird sich gerade sagen, was? Guckt euch meinen Motor an. Der leckt nicht mehr so schön. Guckt euch die Elle an, die leckt nicht mehr so schön. So, und weiter. Ja, aber man könnte doch dem Motor jetzt einfach die Zuverlässigkeit wieder umballern, oder? Ja, genau. Aber wir haben gerade keine Zeit, um das zu machen. Ach. Ja, dann halt für das nächste Genau. Rennen steht da der Motor wieder. Dann steht er wieder. Genau. Aufhängung abgeschlossen sehen. Nee, schön, da können wir nicht nur was bauen. Dann können wir einen Motor fahren. Dann hängen wir bei 2,2 Millionen. In der Miese. Es hilft nichts, wir müssen investieren, Jockel. Ja, dann mach.
Hau rein, Kunde! Chef stirbt. Da haben wir gesagt, das ist eigentlich auch in Ordnung, wenn wir ein Risiko bauen, weil den werden wir eh nicht einsetzen. Hauptsache, wir kommen auf was Geiles. Komm, da geht noch ein Risikolevel. Ich überlege gerade die großartige Komponente. Da gibt es keine. Ja, doch nochmal Risiko plus 1. Würde auch nochmal gehen. So, was haben wir da? 246, das klingt mal ganz geil. 271. Ich glaube, das ist am besten. Also, das bringt nichts. Bringt nichts. Dann ja, 271 oder 266. Ja, da natürlich. Bam. Ja, sicher. Volle Rotze. Volle Rotze. 1,6. Da blüht das Herz. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir werden alle sterben. Da kommen wir doch nie wieder raus. Das sagen mehrere, wenn sie der Äther begegnen. So, wir haben Rennen in Dubai und Mailand. So, Schmidt gewinnt vor Sharp und Wechsler auf der 3. Sharp die Beste. Lässt sich vom Schmidi aus. Also auch nicht der so Schmidt jetzt 42 Punkte Vorsprung. Schmidi. Teams, ja, Boa Esperanza, ich glaube, die werden wieder runtergehen. Nee, 32 Punkte, Verzeihung. Ach, der Joker. Wechsler auf der 3 immerhin. Tier Ribeiro vor Chapman und Vidal. Was denn da los, Chapman, ne? Ja, aber trotzdem, 6 wichtige Punkte. Oh, 1,6 Mille Kosten pro Rennen. Hui, war nicht schlecht. Da ist der ein Schnäppchen, der Ribeiro. Geht dir den Vorsprung an, der ist eigentlich schon kaum aufzuholen. Bonus für Pole Position. Ribeiro hat es versucht immerhin, aber ja, da geht, glaube ich, echt nichts mehr. Ja, da müssten die jetzt. Da müsste Ribeiro jetzt die letzten Rennen alle gewinnen und Chapman müsste auch überhaupt nicht mehr punkten. Dann hätte er noch eine Chance. Da unten wird es nochmal spannend. Lucatelli, Oso und Garuda. Ja. Oso und Garuda kennen wir ja schon. Können sich da nicht so behaupten. Aber ja, ist halt auch ein doofes Punktesystem bei denen. Oh ja. Da gibt es halt echt nur für die ersten 6 Punkte. Aber ich bin auch echt mal gespannt, wie das denn in den anderen Ligen denn aussieht. Wenn man es mal bis dahin schafft. Ob da auch der vielleicht mehr Ausfälle sind oder so. Da irgendwie müssen die ja auch mal zu diesem Punkt gekommen sein. Dass der ja eher zufällig zustande kommt oder ob die Teams dann wirklich auch im Regen dann vielleicht eher eine bessere Chance haben. 60%, das sieht sehr gut aus. Was haben wir jetzt? Jumai? 83. Ah, bisu, bisu, bisu. Sehr schön. Supi. Na dann, wer darf? Da schmeiß ich doch gleich eine Runde Fischstäbchen für alle. Chef, mir hängen die Fischstäbchen zu weiter. Raus! Jönsdottir mit 65 Punkten, Perné mit 64. Eigentlich hätte sich die Jönsdottir verdient. Warte mal, ja. Auch wenn ich ja vorhabe, die Jönsdottir rauszuballern. Drei von fünf Rennen war sie. Achso, ja. Bist gerade am Rechnen. Ja, nee, ich habe geguckt, aber von den Ergebnissen her 3-2 bislang in den fünf Rennen für Jens Dottir von den Ergebnissen, ja. Ja. Dann hat sie es verdient diesmal. Diesmal. Und dann bam mit unserem schönen Getriebe. Vielleicht kriegt sie ja wieder so einen starken Start hin wie in Belgien. Dann bauen wir mal ein. ...327, ja, da wird sich die Ferne aufregen. Das ist natürlich ein super Teil. Und? Ja, aber ist doch in Ordnung, glücklich und zufrieden. Das ist doch mal echt nice. Was bauen wir sonst noch ein? Das 25er wahrscheinlich mal nicht. 324, ja, das sieht doch ganz gut aus. Oh, das sieht doch ganz gut aus. Und was haben wir sonst noch? Da hinten die Aufhängung, 40%, ja, die lassen wir noch. Gehen wir alle besten Teile da, Ella? Versuchen wir mal. Motor. Beschleunigung sieht es natürlich jetzt sehr nice aus. Oh Gott, wenn ich. Bei mir ist immer noch ganz, ganz klein die Beschleunigung. Ey. Ja. Ganz klein. Bei mir. Höchstgeschwindigkeit, aber. Das ist bei uns Beben bislang überhaupt nicht.
So, die ist hoch erfreut und da nehmen wir, ja, die beißt in den sauren Apfel. Ist den 61er. Ja, und da haben wir dann bei den Bremsen die 304, oder freut euch, da habt ihr alle dasselbe. Hat sie Nicht den zum Fall. Perk mittlerweile wieder? Den Reparatur-Perk? Ich glaube Ich nicht, ne? glaube, ne, die Ne, leider war nicht. alles so nicht ganz oben und Immer noch eine geheime Affäre. 7 Wochen lang. Kann sich nicht konzentrieren. Der hat dir wahrscheinlich das blaue Veilchen Du hältst die Klappe! gehauen. Wir haben wieder eine neue Stellung ausprobiert. Deswegen auch die Nackenschmerzen. Ja, okay. Wäre die Treppe Das runtergefallen. kennen wir ja schon. Wieder gegen die Tür gelaufen. Hocherfreut. Ja, ganz Fantastisch, klar. und sie zufrieden. Ja, niemanden vom Hocker. So, jetzt bin ich mal gespannt. Kommt da was? Jo, Gold, Gold, Gold. Okay, dann brauchst du es nicht in die Kommentare schreiben, was der Jockel am Anfang der Folge gelabert hat. Dann wissen wir es jetzt doch. Es scheint dann, wenn es nicht eingebaut sind, nicht zu zählen. Okay. Na gut, Motor sind wir am Bauen. Ansonsten geht gerade nicht allzu viel. Aber immerhin Beschleunigung. Sehr nice. Ja. Dann schauen wir mal rein ins Rennen, oder? Jo, ins Training erst einmal. Jo. Ja, Rennwochenende. Das ist die Frage, was wir mitnehmen, was wir schaffen wollen. Die erste Variante. War ja Platz Ein 3, oder? Podestplatz, ja. Geldmäßig. Hier ist Brauchen ganz wir. nice. 1,3 sollte man schon irgendwie anpeilen. Oh Gott. Schade, dass es nicht Alter. regnet scheinbar. Regen Ja. liegt uns am Meer. Da kann ich die Strategie richtig ausfeilen. Aber ich denke, in Belgien, wenn es nicht geregnet hätte, hätte so ja gewonnen. Was? Oh, weiß ich nicht. Die Edda hätte glatt durchgezogen. Mit diesen Worten geht's nach Mühe. Jawohl. Und da war jetzt Stimmung. Warte. Ich könnte vielleicht so einen Zeitstempel auch einbauen für alle, die es nicht interessiert, das Fahren, dass das Mechaniker rumbasteln, dass man dann das Training vorspult. Der Bastelwastel. Fahrer oder Der Mechaniker werden früher Bastelwastel. oder später über den Ruhestand nachdenken und ihre Verträge nicht mehr verlängern. Lassen Sie sich nicht überrumpeln. Ja, hol einfach 9, ist egal. Oh, es regnet. Siehst du? Wo ist denn Siehst da du wohl? los? So viel zur Vorhersage. Wie ein Haxmaunenwolken, Wetterfrosch. Wolkenfrosch. Kannst ja leider auch nicht vertrauen, ist ja wie beim Belgien Grand Prix, da war ja nun auch stark Regen angesagt. Das war so ein bisschen, ja, so. Flitschi Und da hinten wird's warm. Naja. Dann eat das. Auf den Inters schlüppern. Hat ja genau abgewogen, 16,0 und Wahrscheinlich ist es eh zu 26,7. wenig. Wahrscheinlich ist sogar 17 besser. 65. 65. Ah, 16,5. 25. Bin schon. Ich mach noch eine Timecode und das auch überspringen. Und den nervigen Joker überspringen. Ganz Entschuldigung. rauspiepsen. Ach, ich merke mir das. Kein Ich bin Wie ja lange leider. sich den Vollassi gemerkt hat. Ah. Ihr Jetzt so. Jetzt kann ich mich wieder erinnern. Ja, Mann. Ich bin eine Frau. Schnauze. Bist du gar nicht Penny? Du bist ein altes Oh, Rumpelstilzchen. Penny. Zum Training. Penny. Aber da habe ich auch noch nie falsch geklickt. Mit dem Sofortergebnis. Ich auch nicht. Wer es schon mal falsch geklickt hat, schreibt es in die Kommentare. Raus mit euch, meine Kinder, raus! Schön spielen!
Also nass. Wieso darf die Edda drinnen sitzen, während wir da rumfahren müssen? Warum darf die schon ihre Fischstäbchen essen? Warum hat die eigentlich Pommes? Ja, weil sie in letzter Zweite geworden ist, Pernieden, du bin. Aber warum hab ich nur so eine ollen Matschkartoffeln? Stampfkartoffeln. Und ein warmes Bier, das geht doch gar nicht am Oktoberfest. Ich will eine Weißwurst zuzeln. Zuzeln. 87, nice. Ja, ist kurz trocken und dann werden nass. Na dann nützt man das aus und gehen volle Wäsche auf die Pole Position vielleicht sogar. Also, ne, Bestzeit. Tja. Gut. Tja, in welche Richtung? Hoch oder niedrig? Er versucht hoch. Hoch! Hoch die Hände! Wochenende! Reicht das schon aus? Vielleicht 17,5. Machen wir 17,5. Und da unten, das ist großartig und Geschwindigkeit, ja, Richtung Beschleunigung noch. Tu das. Würde ich eher. Und dann da nochmal annähern. Einmal nochmal Richtung Beschleunigung. Und dann, ja genau, auf die weichen Schlübis. Sollte passen, oder? Ja. Dann zwei Runden fahren oder sowas. Was hat unser Pornobärtchen Renu? 84. Zu schlecht. Viel zu schlecht. Ja, bei dir genau dasselbe. Beschleunigung. Und da auch wieder ein bisschen anpassen. Jetzt hab ich mich angepisst. Okay. Entschuldigung. Und Darmstinkt, ja genau, passt. Renntrim, renn. Einmal um die eigene Achse rennen. Raus und jetzt raus. Quaid schafft neue Bestzeit in Sektor 1. Die Dubes sind alle auf Inters unterwegs, die Latten. Dabei hat's auch aufgehört. Kriege auch gar nichts mit. Jetzt kommt wieder her, das ist ein Grund, warum ich auf Soft unterwegs bin. So soll es mit dem Rennen sein. Diese spannenden Wetterveränderungen. Ach, das mag ich am liebsten. Was kriegen wir denn für eine Runde hin? Und jetzt komm, 1 und 2. Zieh. Machst du? Wetter trocken. Trocken. Die laufen auf viel Verkehr auf. Die letzten Meter, es fängt an zu regnen. Bester Sektor für. Zieh durch. Zieh durch. Gott, im würde man guten nasser. Auto. Ja, geil. Perfekt getimed. Jetzt wird es nochmal richtig feucht hier. Jetzt wieder alle reinholen. Die letzten 5 Minuten. Obwohl, die weichen Reifen, na, dann bleibt's vielleicht doch noch draußen. Ich weiß nicht, wie viel sich jetzt noch verändert, weil wenn sie auf falschen Reifen draußen sind. Ja, ich glaube, die... Schaut so aus, es wird sich nicht viel ändern. Nee, das wird halt, dauert ewig jetzt, bis die sich verbessern. Na dann, muss man es reinholen. So viel zu meinem Profi-Tipp aus dem Video. Da kann man den gleich wieder wegkicken. Naja, da tut sich echt nicht viel. Schade. Wird's da hinten nochmal schön? Nee. Ist doch von der schön. Na, da sind wir wohl erster und zweiter. Da. großartig ausgezeichnet. Das ist doch ein Wahnsinn. 96. Fast mich die Startnummer. Okay. Tja, ne? Noch ein Stück nach hoch. Hoch? Hi. Da könnte man sogar 27,8 machen.
beim Fahrverhalten. Ja, probieren wir es einfach aus, sehen wir dann eh, was rauskommt. Aber vielleicht eher den Radsturz, der hat einen massiveren Impact. Pack. Hey, Pack. Du alte Schabracke. Und dann gehen wir wieder auf die Inters. Oder sogar auf die Regenreifen. Ja, sogar auf die Regenreifen. Oder? Ja. Oder Inters? Interregenreifen, Interregenreifen. 4-5 Minuten, ja. Großartig, großartig, großartig. Lalalala. 95. Da geht mehr. Aber wie viel geht noch mehr? Nachteil ist, wir verballern jetzt schon einen Regenreifensatz. Und die sind ziemlich rar. Und da gehen die Lichter aber an. Wahrscheinlich wird es eh nicht regnen, immer rennen. Das waren die letzten Worte. So, dann schauen wir mal, was die sagen. Gefällt mir voll nicht, da ist und nass. Guck, was die sagen. Also, ich bin Franzose. Die werden sich auch denken, wieso haben wir eigentlich immer die anderen Reifen als die Konkurrenz? Jetzt wechseln ein paar. So soll es im Rennen sein. Nein, da kacheln sie über links und rechts. Okay, Ding Dong. Na, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Abtrieb und Aerodynamik passen. Jetzt noch zu Platz 1 und Platz 2 bei jedem 100%. Ja, shit, geht sich leider gar nichts mehr aus. Ich war mit der Renntrim. Noch einmal hochballern! Vorbei. Schade. Fahrverhalten ist perfekt. Wir gewinnen das Ding. Ja, Renault mit den guten Teilen. Ganz vorne. Sehr schön. Gut ausgenutzt. Im Rennen wäre es sich wahrscheinlich. Wäre das wahrscheinlich ziemlich knapp gewesen, diese Trockenphase. Ja, vielleicht wäre es auch da, hätte es sich auch da gelohnt, für die Mini-Trockenphase umzustecken. Diese Zeit hier, 38, haha! Geht der Mann aber Quaid mit Intermediates gerade mal 0,7 Abstand, was ist denn das für ein Scheiß? Ach, Quaid. Das ist klasse, Go-Team! Hashtag! Yeah. Hier im Presseraum sind beim Anblick von Dragon Race in China im Training mehrere Kinder runtergegangen. Ja. Dragon Race in China lief also am Schnürchen. Rhinoceros freut sich sicher wie ein Schneekönig. Als wir die Edda gesehen haben, dachten wir alle, boah, boah. Die ist der Fischstäbchen mit Pommes. Das im Training, wir hätten die anderen fahren müssen. Hallo. Schaut sehr trocken aus. Staubtrocken. Ja. Sehr weiche Schlippis. Weiche Schlippis. Ich glaube, wir haben gar keine sehr weichen mit, oder? Nee. Nur weiche Schlippis. Na gut. 97%. Grüße. Wir haben 25 Runden. Und die halten 12 Runden. Wenn sie aufpasst, ein bisschen mehr. Die halten 15. Ada startet von der 17 und die Alexia startet von der 14. Vielleicht 96. Die Alexia probieren mit einer anderen Reifenmischung. Mit den schnelleren. Hm. Die hat ja eh auch den Perk. Das wäre gar nicht so schlecht. Vielleicht schaffst du die durchzukommen. Bis 13. Ja, dann haben wir noch einen Sicherheitsliter ran. Der berühmte Sicherheitsliter. Das war besser. Nehmen wir das.
Reifen passen, Treibstoff passt, Hose passt. Da. Nehmen wir die mittleren und die können wir später dann nochmal voll auf Angriff schicken, am Ende auf weichen Reifen. Ja. Geplanterweise. Ja, die kann sogar mehr tanken. Nicht reintanken. Ja, 17 sollte okay sein. Dann haben wir noch 8 Runden. Ja, sehr schön. Ich glaube, das passt, oder? Ja, wenn sie bis dahin mit den Reifen hinkommt. Keinen Crash baut. Und das natürlich. Und nicht noch unterwegs Pommes und Fischstäbchen. Das gab's nur im Training. Ja, bei ihr ist die auch im Rennen. Die Boxencrew hat's wieder verkackt, weil sie wieder Fischstäbchen gefressen. Das Wort dieses Let's Plays ist eindeutig Fischstäbchen. Ich lasse dir den Vortritt. Nee, mach du. Okay, auf der 1 William Evans, auf der 2 Aurel Dembele, auf der 3 Alex Rogers, auf der 4 Ines Santana. Die Dame im Bart? Entschuldigung. Die Dembele, nee. Was du so siehst. Okay. Eieiei. So, wo waren wir? In der dritten Reihe. Auf der 5 Cristiano de Oeste, auf der 6 Donatello, auf der 7 Sergio Valdez, auf der 8 Estela Batista, auf der 9 Claudia Dreifuß, auf der 10 Jean-Pierre Chagas. Der auch. Auf der 11 Mustafa El Salat. Auf der 12 William Quaid. Er lässt dich nicht aus der Ruhe bringen. Auf der 13 Ellie Nightingale. Auf der 14 Alexia Pernet. Auf der 15 Kotso Masilela. Auf der 16 Amanda Cavalcanti. Auf der 17 Edda Jönsdottir. Auf der 18 Eduardo Melo. Auf der 19 Luigi Machetta. Und auf der 20 Satu Yoga. Männerbart. Die Damen haben Männerbart und die Männer haben Damenbart. Oh Mann, ey. Ob nicht oder schon Bart, sehen wir gleich am Start. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum Rennen. Bis gleich. Ich bin hier wieder mit begrüßen dran. Oh je. Ich will nicht. Okay. Kannst loslegen. Okay. Keks fressen. Was denn? Nom. Ja, so viel zu dazu, dass wir loslegen können. Habt ihr erstmal noch ein Fischstäbchen hinter die Kiemen? Outtake. Nom. Cupcake. Muss mehr Hunger kriegen. So. Es geht. Warte, ich komme raus. Geht. Glaube ich dir nicht. Okay.